Moinsen, ich zeig dir heute diese neue kleine super kompakte Zero-Tick Zuckerrohrfarm für die Minecraft Bedrock Edition 1.17 und wir legen auch sofort los. Für den ersten Schritt brauchen wir Folgendes und zwar eine Treppe, wir brauchen Steinziegel oder einfach feste Blöcke, wir brauchen einen Wassereimer, wir brauchen einen Spender, wir brauchen zwei Pistons, wir brauchen Redstone-Fackeln, wir brauchen einen Verstärker, wir brauchen einen Vergleicher und wir brauchen natürlich Redstone selbst, ja? So, dort wo du die Farm hinbauen möchtest, an dem Punkt gehst du jetzt einfach hin, machst ein Loch hier so in die Erde, setzt eine Steintreppe hier rein. Bitte nicht so, sondern einfach mal was so längs, ja? Da kommt jetzt Wasser rein. Bitteschön. Da drauf kommt jetzt ein Spender und obendrauf zwei Pistons. So, der Spender wird logischerweise mit Knochenmehl befeuert, ja? Das heißt, wir brauchen hierfür dann auch eine Knochenmehlfarm, aber Knochenmehl bekommst du ja relativ schnell, wenn du einen Skelettspawner hast oder eine ganz einfache Knochenmehlfarm baust, ja. Die funktionieren alle noch. Jetzt gehen wir hier an die Seite. Welche Seite ist egal? Ich nehme jetzt mal hier die linke, ja. Wenn du es auf die rechte machst, musst du es halt nur spiegelverkehrt bauen, ne? So, wir machen hier ein Loch rein schon mal, setzen jetzt hier einen Block dran, sollten aber Shift drücken. So, setzen eine Redstone-Fackel drauf, sehen schon, die erste Piste fährt aus, ein Block drauf, die zweite fährt aus. Genau das wollen wir, ja. Jetzt gehen wir hin, wo der Block steht, machen hier weg, so, dass wir ein 2x3-Feld haben, ja. Weil hier dran bauen wir jetzt unsere Clock, die wir sonst immer bauen, ja. Das heißt, wir bauen hier einen Block hin, setzen hier einen Hilfsblock hin, bauen hier einen Block hin. Der mittlere Block kommt wieder weg. Jetzt setzen wir hier hinten einmal den Redstone-Staub hin, nehmen den Verstärker, den setzen wir so hier ran. Und hier hinten kommt wieder die Fackel hin. So, jetzt sehen wir schon, das Ganze feuert immer weiter, ne? Genau das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen müssen wir natürlich noch einen An-Aus-Mechanismus machen. Diesmal machen wir aber keinen Hebel. Könnte man auch machen. Machen wir aber nicht, ja? So, wir gehen hin, setzen hier nochmal einen Steinziegel hin. Nehmen jetzt unseren Vergleicher. Setzen den hier so hin, dass er in den Steinziegel zeigt. Hier, also vom Spender raus in den Steinziegel, ja? Setzen hier eine Fackel drauf. Und verbinden das Ganze einfach nochmal hier mit Redstone-Staub. Und schon ist Ruhe, ja. Das heißt, wenn wir hier jetzt, wir gucken mal, einfach mal so einmal Knochenmehl reintun. Achtung. Upp, ne? Geht das Ganze, weil wir Knochenmehl drin haben, ja. Kein Knochenmehl mehr drin. Und das Ganze hört auf. Das heißt, solange Knochenmehl drin ist, funktioniert das. Kein Knochenmehl mehr drin, ist die Farm aus. So, damit ist der Redstone-Mechanismus schon gebaut. Jetzt ist es eigentlich ganz easy. Wir gehen hier hin, machen den Block mal weg, nehmen uns für die zweite Stufe das, was wir brauchen, nämlich Zuckerrohr, wir brauchen Glas, wir brauchen Glasscheiben, wir brauchen Sand, wir brauchen Trichter und wir brauchen diesmal Fässer. Du kannst auch Kisten nehmen, wenn du möchtest. Wir nehmen diesmal aber hier Fässer. So, hier kommt dann der Sand hin, wo das Zuckerrohr drauf wächst. Jetzt gehen wir hin, nehmen uns einen Trichter, den machen wir an die Seite. Setzen da das Fass drauf. Jetzt können wir nämlich immer schön hier unser Knochenmehl rein befüllen, ohne dass wir irgendwie hier rumhampeln müssen oder hinten dran gehen. Ja, wir gehen einfach ans Fass, packen Knochenmehl rein und das Ganze funktioniert. Jetzt müssen wir das natürlich hier vorne noch einsammeln. Dafür machen wir erstmal alles zu. Hier zwei, hier ein, die beiden lassen wir frei. Hier kommt auch ein Fass hin. So, da kommt dann unser Zuckerrohr rein. Ja. Jetzt ein Trichter hier so drauf, der alles einsammelt, weil ja nur die beiden oberen eingesammelt werden sollen. Und jetzt bleibt es dir überlassen, ob du das hier mit Steinziegeln zumachst oder mit Glas. Wir machen das hier mal mit Glas zu. Rechts und links davon, jeweils zwei hoch, so. Jetzt kommen hier Scheiben vor, damit das Ganze auch eingesammelt werden kann. Und dann müssen wir das nur noch zumachen, so hier. Hopp. So, und wenn wir jetzt hingehen und hier Knochenmehl reintun, passen wir mal auf. Hopp, sollte es eigentlich losgehen. Wir sehen schon. Yay. Das Zuckerrohr sprudelt nur so, ne? Es sprudelt nur so. Wenn man das jetzt noch ein bisschen größer macht oder mehrere davon nebeneinander baut, kann man in kürzester Zeit ohne Ende Zuckerrohr sammeln, ja.